Deine neuen Reifen sind nicht tief eingesunken. Ich glaube, sie funktionieren perfekt. Und warum bekommen wir sie nicht raus? Choto, bleib einen Augenblick in der Rikscha sitzen, okay? Hier, für dich. Oh, er bekommt eine Belohnung, nur weil er in der Rikscha rumsitzt. Schönes Leben. Weißt du, Miku, Babys lassen ihr Essen andauernd fallen. Wenn wir bei ihm bleiben, können wir auch ein schönes Leben haben. Du bist ganz schön clever, Chiku. Warte mal. Hier ist das Problem. Ein Stock. Oh! Hey, meine Brille! Tja, deswegen bist du königliche Detektivin, Mira. Dir fällt einfach immer alles auf. Oh, Mira, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Was ist denn los, Kamla? Ich kann mein Fahrrad nicht finden. Es war direkt neben dem Chai-Stand, da drüben. Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich alt genug bin, um allein auf mein Rad aufzupassen. Und jetzt ist es verschwunden. Ich kann es einfach nicht glauben. Kamla, keine Sorge, wir werden es ganz bestimmt finden. Unser Fall heißt das verschwundene Fahrrad. Wir finden's raus. Wir finden's raus. Wir finden's raus. Nimm's unter die Lupe, dann wird einiges schnell klar. Ich brauch nur mein Büchlein. Mantel, Ausweis, alles da. Stell viele Fragen, folg alle Spuren, sei gut im Kombinieren. Wenn du gut zuhörst, hast du als Detektivin nicht zu verlieren. Wir finden's raus. Wir finden's raus. Wir finden's raus. Und Choto? Du wirst heute mit uns zusammen ermitteln. Glaubst du wirklich, du kannst einen Fall lösen und gleichzeitig auf Choto aufpassen? Ja, natürlich kann ich das. Oh, Choto! Choto! Baby auf freiem Fuß! Oh, puh. Wir haben ihn, Mira! Danke. So, zurück zum Fall. Kamla? Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Zuerst musst du mir dein Fahrrad beschreiben. Es ist grün und auf dem hinteren Schutzblech ist eine Lotusblüte. Ups. Grün mit einer Lotusblüte. Alles klar. Und wo war dein Fahrrad zuletzt? Ich habe es dort abgestellt, direkt vor dem Chai-Stand. Okay, Choto, ich komme schon. Und wann war das? Vor ungefähr 5 Minuten. Ich wollte mir ein Mangolassi holen und als ich zurückkam, war es weg. Was, wenn es jemand gestohlen hat? Ich glaube es nicht. Wir müssen unsere Fahrräder schützen. Wir haben keine Fahrräder, Chiku. Gute Anmerkung. Ganz ruhig. Wir wissen nicht, ob Kamlas Fahrrad mit Absicht genommen wurde. Mal sehen, ob wir irgendwelche Reifenspuren finden können. Naja, das wäre ziemlich einfach, wenn hier nicht schon unzählige Reifenspuren wären. Kamla, kannst du was Spezielles über deine Fahrradreifen sagen? Naja, sie haben ein Sternprofil. Habt ihr gehört? Wir suchen nach Reifenspuren mit Sternen. Choto, warte doch mal! Hab ihn! Ja, das stimmt, Choto. Du bist ganz schön dreckig. Hey, Mira, sieh doch mal. Choto hat auf einer Reifenspur mit Sternen gesessen. Choto, du bist ein guter Helfer. Der Kleine ist genial. Er ist ein Baby. Glaubst du, die Spuren sind von meinem Fahrrad? Schon möglich. Wir folgen der Spur. Morgendlicher Berufsverkehr. Das ist der Schlimmste. Wir müssen da entlang. Entschuldigung, liebe Uschi. Upsi, wir kommen. Ich sehe keine Sternspuren mehr. Ich würde sagen, hier ist es ganz schön kalt. Kalt? Aber es ist doch heiß heute. Boah, zu heiß. Wenn man beim Suchen kalt sagt, bedeutet es, dass man weit vom Ziel entfernt ist. Es ist unmöglich, die Sternspuren hier zu entdecken. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.